Damals, einem kalendarischen Montag, befand sich Leipzig im Ausnahmezustand. Ein Augenzeuge berichtet wie folgt. In Betrieben wurde davor gewarnt, nach 16 Uhr die Innenstadt zu betreten. Eltern sollten ihre Kinder bis 15 Uhr aus den Krippen und Kindergärten des Zentrums abholen. Schülern und Studenten wurde mit Relegation für den Fall der Beteiligung an Aktionen gedroht. Gerüchte schwirrten durch die Stadt. Man munkelte von Maschinengewehrnestern. Infolge dieser und der folgenden nicht abgesegneten Waffenlieferungen in die Ukraine. Denn wir wissen, dass diese für den anhaltenden Kriegszustand verantwortlich sind und unsere Regierung ihre Wahlversprechen in eklatanter Weise gebrochen hat. Wir befürworten deshalb nicht ein 100-Milliarden-Paket für die Aufrüstung Deutschlands, denn ein diesbezüglicher Zusammenhang zum Ukraine-Krieg ist nicht gegeben. Wir geben unsere Stimme nicht für die Schaffung eines neuen eisernen Vorhangs. Wir stimmen nicht für den Abbruch der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit mit Russland. Auch vor dem Hintergrund der immensen Folgeschäden für ein verarmendes und politisch destabilisiertes Europa. Auf die Gaspipeline fordern wir die rasche Aufklärung der Ursachen für den vorsätzlichen Angriff durch eine unabhängige und internationale Gutachter-Expertenkommission und weisen jegliche Mutmaßungen zurück. Dieser Anschlag auf die Gaspipeline ist eine Kriegserklärung an die deutsche Wirtschaft und die deutschen Bürger. Sehr geehrte Anwesende, liebe Teilnehmer, kehren wir noch einmal gedanklich in die Zeit der friedlichen Revolution zurück. Infolge der Ereignisse der Herbsttage von 1989 kam es zum Dialog aller gesellschaftlichen Kräfte, geprägt mit dem Begriff runder Tisch. Wir fordern einen ähnlichen Umgang mit den derzeitigen Problemlagen in unserem Land und in Europa. Wir fordern deshalb zum friedlichen Dialog auf. Möge unser Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Herr Burkhard Jung, uns diesbezüglich Gehör schenken. Mögen andere gesellschaftlichen Kräfte mit uns in den Dialog treten. Wir verurteilen jegliche Form von politischem Extremismus und wir lassen uns nicht von anderen Kräften in nationalsozialistischem Sprachgebrauch titeln. Das uns geltende Skandieren als verschützte Nazis stellt einen Straftatbestand dar. Dessen sollte man sich bewusst sein. Für den nun beginnenden Aufzug appellieren wir noch einmal dringend an Sie. Tragen Sie dazu bei, dass dieser Demonstrationszug auf der Basis von Diszipliniertheit und innerer Geschlossenheit friedlich verläuft. Lassen Sie sich bitte von Personen am Straßenrand keinesfalls provozieren, denn wir suchen den friedlichen Dialog. Kommen Sie den Anweisungen der Polizei und Ordnungskräfte unbedingt nach, dann können wir jetzt mit dem Aufzug beginnen. Geben Sie uns noch kurz Zeit für die Formierung der Demonstrationsspitze. Thank you.
Thank you.
frei. Das dauert. Die sitzen hier. Wenn du nach Ukraine guckst, die sitzen dort. Die Antifa blockiert wieder die Straße. Immer das gleiche Spiel. Thank you.
Thank you.